Wenn die reichen 10% die Hälfte von ihrem Geld abgeben würden, wären die Staatsschulden so weit abbezahlt, dass der Rest locker zu stemmen wäre. 50% müssen die abgeben, müssen ja nicht auf einen Schlag abgeben. Volkswirte haben das alles durchgerechnet. Wenn die nächsten 10 Jahre jedes Jahr 5% abgeben, ist das Geld ja auch zusammen. Dann wären wir in 10 Jahren quasi entschuldet. 5% jedes Jahr ist das, was die Reichen letzten 10 Jahre jedes Jahr in Zinsen kassiert haben. Wofür die kleinen Leute arbeiten waren. Wir wollen gar nicht an das Vermögen dieser Menschen ran. Wir wollen die Zinsen der letzten 10 Jahre in den nächsten 10 Jahren wieder haben. Und in diesen 10 Jahren verdienen die ja auch wieder Geld dabei und kriegen sogar noch Zinsen. Und wir reden von Vermögen ab 1 Million pro Person aufwärts, nur damit sie nicht meinen, dass sie betroffen sind. Und wenn sie betroffen sein sollten, wenn sie von 1 Million 5% abgeben müssen, können sie beim nächsten Maserati Golf immer noch den beheizten Außenspiegel mitbestellen. Das Problem ist zu lösen. Es muss keiner darunter leiden. Ob sie 20 Millionen besitzen oder 10 Millionen besitzen, was hat das mit ihrem Alltag zu tun? Das sind doch Phantomschmerzen. Und man kann das Gesetz morgen machen. Das widerspricht doch nicht dem Grundgesetz. Man kann das Gesetz morgen machen. Es gibt nur ein Problem, wir haben eine Demokratie. Deshalb wird das nichts. Sie kriegen in einer Demokratie wie der unseren keine Mehrheit für eine Politik, von der 80% der Bevölkerung profitieren wird. Das wirklich Grausame ist, sogar 80% der Menschen, die gerade geklatscht haben, haben wahrscheinlich im letzten Herbst eine Partei gewählt, die nur Politik für diese reichen 10% macht. Und das werden sie beim nächsten Mal auch wieder tun. Bei CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne machen diese Wirtschaftspolitik für die reichen 10%. Beschäftigung durch Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung, Zins- und Zinseszinspolitik. Und diese 5 Parteien sind eine Einheitspartei im Grunde, wirtschaftspolitisch gesehen. Innerhalb der SED gab es, glaube ich, mehr Streit. Und diese Parteien holen zusammen immer über 80% locker. Wie machen die das? Wie bringen die 70% der Bevölkerung dazu, gegen ihre eigenen finanziellen Interessen zu stimmen? Mit einem Trick. Die versprechen den 70% Verarschten, dass sie eines Tages auch zu den 10% Reichen gehören werden, wenn sie sich anstrengen und fleißig und produktiv sind. Und zwar alle. Das nennt man Religion. Und diesen ganzen Schwachsinn haben die so lange erfolgreich in die Hirne der Menschen gehämmert, in unserer angeblich freien Gesellschaft, dass gerne man merkt, was hier los ist. Und das machen die mit Hilfe der sogenannten freien Presse. Und da muss man einfach mal gucken, wem das Ganze gehört. Sehen Sie sich mit Verstand an, wem das gehört, was die meisten hier lesen oder konsumieren. Was Zeitungen angeht zum Beispiel. Das sind reiche Familien hier, das Ganze gehört. Springer, kennen Sie. Springer-Konzern, kennen Sie. Friede Springer, eine mächtige Frau. Das ist ja nicht nur Bild, das ist Welt, Welt am Sonntag. In Berlin können Sie, glaube ich, gar keine Zeitung kaufen, die nicht von Springer ist. Jetzt in Hamburg bis jetzt auch, jetzt verkaufen Sie was. Da sind Sie an Fernsehsendern beteiligt. Jetzt haben Sie gerade NTV gekauft. Friede Springer, die bestimmt, was los ist in diesem Land. Die macht so oder so. Der Wolf. Ja, der musste weg. Der Wolf, der hatte gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Das war der erste Fehler. Und dann hat er noch einen Vortrag gehalten über diese Zins- und Zinseszinsproblematik. Da ist schon gar nicht mehr darüber berichtet worden. Da müssen Sie im Internet nachsuchen nach diesem Vortrag. Das hat die Presse schon komplett totgeschwiegen. Und danach haben die den komplett abgesägt. Natürlich war der Wolf auch ein bisschen blöd, das weiß ich auch. Ich fand den jetzt nicht sympathisch. Ich meine, dem Chef von der Bild-Zeitung auf die Mailbox quatschen und sich wundern, wenn er das aufschreibt, das ist natürlich schon, das ist verschärft. Aber wegen Blödheit hat bei uns noch nie ein Politiker zurücktreten müssen. Können Sie mal von allein fragen. Wir haben den fertig gemacht, am Schluss mit einem Prozess über 57 Euro. Und jeder hat gemerkt, was das für ein Witz war. Hat die Friede Springer mal kurz so gemacht. Es gibt noch eine mächtige Frau in Deutschland, das ist Liz Mohn. Das ist Bertelsmann. Übrigens, Liz Mohn und Friede Springer sind auf dieselbe Art an ihren Reichtum gekommen. Die haben als Kindermädchen in diesen Familien angefangen, haben die Alte aus dem Nest geschubst und dann den Alten überlebt. Das Modell Schwarze Witwe. Bertelsmann Stiftung. Die machen Politik. Bertelsmann ist der größte Verlag der Welt. Random House gehört dir.
Die machen Politik mit der Bertelsmann Stiftung. Da ist Hartz IV entwickelt worden. Nicht von Peter Hartz. Der hat ganz andere Löcher gestopft in der Zeit. Wenn Peter Hartz den französischen Präsident Hollande berät, kann es nur um die besten Puffs in Brasilien gehen, meine Damen und Herren. Die Bertelsmann Stiftung macht die Politik. Und Bertelsmann, den gehört auch RTL 1 bis 24. Den gehört auch großer Teil vom Spiegel, ist Ihnen das eigentlich klar? Ja, Spiegel kennen Sie doch, die Bild-Zeitung für Abiturienten. Und Grunau, ja, gehört denen auch, wo der Stern zugehört. Und natürlich arbeiten die reichen Familien auch zusammen. Jetzt kann der Chefredakteur für der Bild oder mal Chefredakteur beim Spiegel werden, das wäre früher undenkbar gewesen. Inzwischen ekeln sie auch von nichts mehr. Das ist jetzt ganz offensichtlich. Und das Privatfernsehen ist für die verblödenden Menschen zuständig. Darum hat der Kohl das auch damals eingeführt. Der wusste, Brot und Spiele braucht das Volk. Je trockener das Brot wird, desto lustiger müssen die Spiele werden. Und wenn man ein Volk dauerhaft verarschen will, muss man es blöd halten. Deshalb darf nicht in Bildung investiert werden. Und das Privatfernsehen war doch erfolgreich. Nach 30 Jahren RTL ist das Dschungelcamp die erfolgreichste Sendung im deutschen Fernsehen. Fertig. Das gucken sogar Akademiker wahrscheinlich, während sich von anderen Leuten ihre Doktorarbeit schreiben lassen. Dann gibt es noch den Boulevard, das ist die Familie Burda, die kennen Sie vielleicht auch. Burda, denen gehört Gala, Bunte, Frau und Kind, Kind und Hund, womit sie so ihr Resthirn einwickeln. Im Ruhrgebiet herrscht die Familie Funke. Früher war das die Watz-Gruppe. Da waren das zwei Familien, eine sozialdemokratische und eine konservative. Das hat die eine die andere ausbezahlt. Jetzt ist das Funke Medien. Die breiten sich auch immer weiter aus, kaufen im ganzen Osten, in Osteuropa-Zeitungen auf. Funke Medien herrscht da. Das sind reiche Familien. Die bestimmen, was die meisten Menschen zu lesen bekommen. Die Süddeutsche Zeitung hat auch den Wirtschaftsteil für die Reichen. Warum? Die Süddeutsche Zeitung gehört zu 89% einer Familie Schaub aus Ludwigshafen. Das sind alte Freunde von Helmut Kohl. Der Familie Schaub hat der Kohl damals auch die größte DDR-Zeitung zugeschanzt nach der Wende. Unter Umgehung der Treuhand. Man kennt sich, man hilft sich. Und diese reichen Familien, die brauchen keine Stasi und keine Mauer und keinen Stacheldraht. Die haben den Stacheldraht durch die Köpfe der Menschen gezogen. Wenn Sie 40 Jahre lang Produkte aus diesen Häusern gelesen haben, dann ist auch zu spät. Seien Sie ehrlich, Sie sind doch nicht bereit zuzugeben, dass Sie sich 40 Jahre lang am Verarschen lassen. Der Stacheldraht ist fest verankert und Sie können nur noch nicken. Beschäftigung durch Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung, Zins- und Zinseszinspolitik, Soziales, was Arbeit schafft, das ist mein Lieblingssatz. In jeder Talkshow sitzt einer rum und sagt, Soziales, was Arbeit schafft. Der Satz ist kompletter Schwachsinn, oder? Ich würde sagen, Herr Pofalla, wenn ich Ihnen Ihre dumme Fresse jetzt mit einem Baseballschläger zertrümmer, schafft das im Krankenhaus jede Menge Arbeit. Wie sozial soll ich denn jetzt mal sein, ne? Das sind Schwachsinnsätze. Aber der Stacheldrahtbesitzer kann sie nur noch abnicken. Und in dieser Gesellschaft, meine Damen und Herren, wo die reichen Familien die Meinungshoheit haben und die Politik nur für die reichen 10% arbeitet, ist die Merkel die ideale Kanzlerin. Weil die hat selber keine politischen Ambitionen. Ich glaube dir auch, dass die selber uneitel ist. Die hat auch selber keine finanziellen Interessen, das glaube ich dir auch. Aber die interessiert sich auch überhaupt nicht für Politik. Die ist einfach gerne Kanzlerin. Oder ist nicht gern zu Hause, das kann natürlich auch noch sein.